Wir sind's im Schiff. Letztens, als ich hier war, hat Windows meine Aufnahme automatisch beendet. Ich weiß, keine Ahnung, was passiert ist, aber nach einer Stunde 8 Uhr, so hat's einfach gecuttet. Also reden wir jetzt noch mit der Crew und dann gehen wir zurück auf Fold, den Eisplaneten, die Missionen fertig machen. Ey, Die Angara waren total neugierig auf das Schiff. Ein paar von ihnen waren sogar so dreist, mir Fragen zu stellen. was halten Sie von ihnen? Sie kennen sich aus und sind ziemlich clever. Sie werden gute Verbündete abgeben. Okay, raus mit der Sprache. Was läuft da zwischen Ihnen und Callow? Muss ich mir etwas Sorgen machen? Ah, na schön. Bevor ich mich schlagen lasse, wir sind einfach komplett gegensätzlich. Er ist der absolute Planer, ich bin eher ein Macher. Er hat Tinte an den Fingern, während ich gerne bis zu den Ellbogen in Schmierfett stecke. Ohne mich als Gegenpol zu ihm hätten sie ein echtes Problem. Scheiße, vielleicht gilt das sogar auch andersrum. Es war schön, mit Ihnen zu reden, Gil. Jederzeit wieder. Oh, wer ist das? Mein Doppelgänger. Pathfinder! Hey, können Sie mir für ein Projekt Ihren Segen geben? Ich werde mit Joel daran arbeiten. Nennen Sie es Diplomatie, wenn Sie es einem Budget zuweisen müssen. Geben Sie für das Projekt grünes Licht und alles ist gut. Was halten Sie von den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten? Der Trupp und die Crew, die sind alle okay. Sie müssen doch eine Meinung haben. Ihre Meinung ist viel wichtiger. Was halten Sie von Ihren Leuten? Einige Leute fragen sich vermutlich, wie dieses Team funktioniert. Und ab und an frage ich mich das auch. Manchmal ist es nicht leicht. Ich wette, Lexi notiert schon jede Menge psychische Warnzeichen. Es liegt jetzt an uns, den richtigen Weg zu finden. Deshalb ist das hier unser Schiff. Und deshalb wollen wir es hinkriegen. Reden wir später weiter. Alles klar. Während im Hintergrund wieder mal keine Musik läuft. Jo, warum ist hier so ruhig? Wo sind denn alle? Ist da jemand? Haben Sie viel mit Joel gesprochen? Oh ja, wir haben Schimpfworte ausgetauscht. Aha. Wirklich? Danach haben Sie ihn gefragt? Eine völlig andere Tech-Grundlage und Sie fangen mit sowas an? Wenn Sie über Technik reden wollen, dann tun Sie das. Ich will ihn kennenlernen. Oh Gott, Liam. Die Vidcon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Oh, ignorieren. Einfach ignorieren. Schauen wir, wo der restliche Teil der Crew ist, was da so abgeht. Da haben wir wieder Bibi, zum Flirten vielleicht. Sie haben beide Biotik, sagt man das so? Ja, allerdings ist die Asari-Biotik ein paar hunderttausend Jahre weiterentwickelt. Die Menschen holen auf. Die Menschen zu Hause vielleicht. Sie haben 600 Jahre lang den Unterricht ausfallen lassen. Hi, ich wollte nur mal vorbeischauen. Alles klar, was gibt's? Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Hören Sie bitte nie damit auf. Was? Ich habe mit Ihnen geflirtet? Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig und es entspannt mich. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Das hatten wir schon, das Gespräch. Ich kann mich erinnern. Jump. Überlebt. Sehr schön. Wo ist Jar? Hier ist Jar. Da hatten wir, glaube ich, noch nicht alles durchgesprochen. Ja? Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Haben Sie bei Moshai Sefer studiert? Ist sie eine Lehrerin oder eine religiöse Würdenträgerin? Sie ist viele Dinge. Sie hat einen klaren Verstand, ein umfassendes Wissen und tiefe Einsichten. Sie lehrt und inspiriert. Sie wird geliebt. Ich liebe sie. Wirklich? Also eine dieser Lehrerin-Schüler-Geschichten? Nein, nicht so. Moshai Sefer ist nach ihrer Rechnung 115 Jahre alt. Stört doch keinen. Seit wann haben Sie elektromagnetische Fähigkeiten? Wie haben Sie sich entwickelt? Keine Ahnung.
Biologie interessiert mich nicht. Aber das können Sie bestimmt ohne Probleme nachlesen. Das ist enttäuschend. Überhaupt keine Biologie? Wie funktionieren Ihre Augäpfel? Okay, ich verstehe schon. Vielleicht finde ich einen angaranischen Arzt, den ich nach Ihren... was auch immer fragen kann. Obwohl, einiges wusste ich sogar mal. Zum Beispiel die Herkunft unserer verkümmerten Organe. Stimmt. Wir haben ein Steißbein, einen verkümmerten Schwanz und ich habe Zehen mit Schwimmhäuten. Sarah nicht. Dafür hatte sie Weisheitszähne. Jetzt sie. Keine Ahnung. Die Angara scheinen ihre Gefühle sehr offen zu zeigen. Ist das so? Wir schämen uns jedenfalls garantiert nicht für unsere Gefühle. Wir lernen, dass Gefühle und Überzeugungen nicht versteckt werden dürfen, weil man nur dann ehrlich und offen mit ihnen umgehen kann. Kann das nicht auch verletzend sein? Doch, natürlich. Dann setzt man sich damit auseinander. Genau darum geht es. Wie viele Kolonien haben Sie? Auf welchen Planeten? Es ist uns seit der Geißel gelungen, auf einigen wenigen Planeten zu überleben. Was wir aus der Zeit vor der Geißel wissen, ist größtenteils mündlich überliefert. Wir hatten die Raumfahrt. Und in den Geschichten ist von ursprünglich 5 Kolonien die Rede. Gibt es bei den Angara eine zentrale Religion? Es gibt viele Variationen. Die exakte Zahl würden Sie in einem Almanach finden. Aber das zentrale Credo der Gläubigen lautet, dass wir nach dem Tod wiedergeboren werden. Wir entwickeln uns, um unsere Familien zu stärken. Geboren aus dem, was vorher war. Gesegnet, besser zu sein als vorher. Sind Sie ein Gläubiger? Nein. Oder doch? Manchmal. Ich weiß nicht, ob das Menschen genauso geht. Sahuna, meine wahre Mutter, ist eine sehr fromme Gläubige. Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Jor. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Das nächste Mal reden wir weiter. Wen haben wir hier noch? Cora, ich glaube, mit dir habe ich auch schon alles besprochen. Wo bist du jetzt hin? Cora? Ich habe dich gehört früher. Wo versteckst du dich, Mädel? Nicht in Liams Apartment? Das würde mir Sorgen bereiten. Cora? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Okay. Oh, Black. Bibis Outfit werde ich nachher auch nochmal wechseln. Wahrscheinlich mir dann in Schwarz. Es gab eine Zeit, da hatte Sid Angst vor dem Weltraum. Wir sind viel gereist. Und eines Tages wurde ihr plötzlich klar, dass außerhalb der Shuttle-Wände nichts war. Sie geriet daraufhin immer wieder in Panik. Ich habe sie dann in die Arme genommen, bis es vorbei war. Heute erinnert sie sich nicht mal mehr daran. Es dauerte auch nur 1 oder 2 Monate. Schon witzig, was? Woran Kinder sich alles nicht mehr erinnern? Und man hat das Gefühl, man müsse es festhalten, weil es sonst einfach weg ist. Denn sonst hat man etwas, von dem man nur noch weiß, dass es einem fehlt. Drag? Halten Sie es einfach fest. Hey, Ryder. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Okay, genug mit der Crew geredet. Mit dir habe ich auch letztens noch viel geredet. Was bist du? Ruin verbohrt. Bla 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 bla. Egal. Egal. Leiter. Und weiter. Zeit für Hauptmission. Und kleine Nebenmission mit Menschen finden. Die Biodiversität auf Aya ist so unglaublich groß. Und die Wasserfälle. Genau wie auf Sikesh. Nicht gerade ein Urlaubsziel. Das ist so wie... ich habe mir eine neue Waffe gekauft. Das war nicht mal dabei. Und sie ist eine Piranha. Yeah. Voll cool. Oh. Oh je. Okay, hier sind wir wieder. Hua! Nachdem uns das Spiel rausgeworfen hat. Forschungszentrum. Hier, Nomad.
Ein Weiß diesmal. Perfekt für den Planeten. Okay. Wir haben was für eine Mission ausgewählt. So viele unterschiedliche Tasten in diesem Spiel. Hier. Fast Travel. Ich sollte mal meinen Speicher, meine Festplatte durchchecken und ein paar Sachen löschen und schauen, ob alles passt. Elex 2 kann ich löschen, da ich durch bin. Nicht, wenn Sie so anfangen. Sie haben diesen Polizeiblick. Das wiederum lässt mich glauben, dass Ihre Ware gestohlen ist. Kein Stück davon. Einiges davon ist Bergungsgut. Aber Sie hatten trotzdem den Blick. Und das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ah, niemand mag leben, glaube ich. Okay, was haben wir hier unten? Hier müsste es sein. Halten Sie die Augen nach Priyas Leuten offen. Wir sind tot. Pathfinder, an dieses Log wurde ein NAV-Punkt angehängt. Ich habe die Koordinaten auf Ihr Gerät hochgeladen. Soll ich Priya informieren, dass wir Ihre Leute gefunden haben? Nein. Erst wenn wir ausgeschaltet haben, was immer das getan hat. Relikt. Es gibt hier ein Relikt? Ich glaube, ich weiß, was es getan hat. Dieses Ding hier. Okay. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Kartengang. Okay, ich sehe es. Oh, die Map schaut gut aus, verdammt. Was? Ach du, ich weiß schon. Ich weiß schon. Controller. Okay. Alte Schwäche schon fast. Diese Dinger. Ich frage mich, ob wir jemals eine sogenannte goldene Welt sehen werden, die nicht vollkommen lebensfeindlich ist. Ich dachte, da kommt mehr. Diese Dinger, ich kann mich erinnern. Jetzt wird's heftig. Das Ding ist riesig. Oh, und ich habe die Shotgun mit. Sehr schön. Gehen wir zurück ins Auto. Er bringt mich erst zum Bosskampf. Ganz vergessen, dass diese Dinger existieren. Doch von bekämpfen. Attackieren Sie die Beine! Ich sollte doch auf der Schwierigkeit nicht zu hart sein. Keine Munition da! Warum habe ich was gesagt? Oh. Fielen Sie auf den Kopf! Verdammt. Waffen wechseln. Oh je. Lebenserhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Okay. Verdammt. Hier müssen wir kämpfen. Feinde! Wow, lande! Verdammt! Ich hab ihn mit der Shotgun gesniped. Anscheinend. Was jetzt? Neue Gegner! Okay. Eben. Auf die Beine! Hm.
vor uns. Bleib. Er darf uns nicht entkommen. Tut er das? Anscheinend tut er das. Verdammt, ich kann mich an diese Fights gar nicht mehr erinnern. Ja. Und direkt hinter ihm. Wo geht er denn hin? Im Schneckentempo. Ich hab mir genau das falsche Bein ausgesucht. Oh boy. Oh boy, rein da. Das war's. Da gebe ich manchmal einen Träumern hin. Raus hier. Oh. Verdammt. Danke für den Hinweis. War nötig, komischerweise. Was für eine nette Attacke. Er hat Verstärkung hergestellt. Natürlich hat er das. Achtung, Lieb. Verdammt! Das war nutzlos. Das ist auf dieser Schwierigkeitsstufe, ist der Boss hart. Ich auch. Hinterher! Er rennt hier nicht weit. David, was für ein Charme. Und schon lande kleiner. Mal schauen, jetzt bleiben wir im Auto, damit ich die richtige Seite gleich erwische. Ja. Auf die Beine! Catch me. Ziehen Sie auf den Kopf. Okay. Lade nach. Thank you.
Der Klickspot meines... Meiner Wahl, meines Wahls. Kann ich drehen. Bin konzentriert. Open up. Er hat sich ein paar Freunde erschaffen. Gott sei Dank. Yep. Oh boy, der kommt. Ich bin klein für dich, du wischst mich nicht. Weiß ich mir nur was. Wir haben's ja fast. Dann mit deinem schönen Kopf. Ich hab's da gerade hochgelauncht. Lade nach! Okay, jetzt bin ich sauer. Und ich erst. Heißt? Tja, das wäre erledigt. Wir sollten Priya erzählen, was hier passiert ist. Wo ist er hin? Den haben wir es gezeigt. Ganz vergessen, dass diese Dinge existieren. Oh boy. Nämlich ganz easy zu besiegen, die Typen. Waren immer schon ganz easy. Da können wir noch mal schnell rüber, wo wir noch nicht gelootet haben, glaube ich. Hier. Da hier überall Loot liegt. Dann machen wir die Hauptquest. Nichts. Haben wir hier schon? Riesenreliktwurm. Riesig, sage ich euch. Wo ist die Loot? Weil ich sicher nicht damals schon vorbei gerannt bin. Okay. Ist noch was? Dem war ich, glaube ich, schon. Ja, riecht sauber. Nomad ist... Hier, habe ich ihn gepackt. Zeit für Hauptmission. Und wir alle Fights schon. Das bis...
kann ich mich, glaube ich, darüber teleportieren, oder? Ja, ist leichter. Eindeutig leichter. Ah. Das war ein Flankenangriff. Ihre Schilde waren leer. Es sind Schilde. Treffer machen sie leer. Dafür sind sie da. Riskant. Unverantwortlich. Ich lasse mir von Ihnen gerne eine Lektion in Verantwortungsbewusstsein erteilen. Ohne den Schild dürften die Typen kein Problem sein. Freund oder Feind? Gar nichts von beiden. Dann rein da. Ja, verdammt, Leon. Der kommt mit niemandem klar anscheinend. Der hat mit allen Problemen. Was gibt's denn hier? Loot. Sonst noch was? Und ein bisschen Iridium. Davon sollte ich jetzt schon genug haben. Dort. Oh, knapp. Oh, jetzt wird mir noch die Vanguard Charge. Das ist mal, dass ich ein Mass Effect Spiel ohne Vanguard Charge spiele. Das werde ich mir nachher noch mit anderen Befehlen und Sam ausrüsten. Falls ich Lust drauf habe. Zum Buch wechseln. Fast Selbstmord betrieben. Oh. Danke, Leon. Das danke. Sind ziemlich schwere Bergbaugerätschaften. Und Sprengstoff. Die Cat wollten sich den Weg zu etwas hier drin freisprengen. Alle erwischt. Hast du gerade auf mich geschossen? Seht ihr hoffentlich nicht nochmal. Und hier ist wirklich eine ganze Stadt vergraben? Sam, wissen wir, wie lange dieser Ort schon im Eis gefangen ist? Die Forscher der Angara vermuten mehr als 500 Jahre als Ergebnis des Geißelvorfalls. Vorfalls. Danke, danke. Ich glaube, Leon mag nur mich. Oder ist ein Schleimer. Kann auch sein. Iridium. Nur ein kleiner Umweg vielleicht. Ich gehe bis zu dem Punkt entlang. Dass ich von da gekommen bin, sonst. Wo ist der Punkt? Ich habe keinen Punkt. Oh, ich muss aber was finden. Verdammt. Das ist ein Gegner, hier müssen wir richtig sein. Ein Labyrinth hier. Hier Loot drinnen. Verdammt, die Waffe ist macht Spaß. Wir sind ein tolles Team. Der Sklave der Angara. Wir müssen sie befreien. Setze eine Überraschung ein. Fette Kombi. Wir haben Muni und Waffen, kleiner.
Ah, verdammt. Den Bro habe ich irgendwen gedonnert. Irgendwohin. Okay. Ihr seid frei. You're welcome. Ja. Ich bin so verwirrt. Meinen wir lieber dorthin, wo wir denken, dass wir hin müssen. Müssen wir mit ihm reden? Ah, fast. Hey, yo. Ups. Das sind alle, Kate. Und wir sind wirklich frei. Schaffen Sie es von hier aus allein? Ja. Ohne die Cat kann ich die anderen sicher nach Techix zurückbringen. Ich weiß gar nicht, wie ich ihnen danken soll. Ich könnte ihnen sagen, was ich über diesen Ort weiß. Vielleicht hilft ihnen das. Das wäre sogar eine große Hilfe. Die Cat wollen in einen Raum hinter dieser Wand. Vor einiger Zeit haben sie etwas geortet und ihre Anstrengungen darauf konzentriert, dorthin zu kommen. Die Wand ist aus massivem Eis. Die Cat haben uns Sprengstoff herbringen lassen. Sie wollten die Wand sprengen. Das könnten Sie auch machen. Wollen Sie sonst noch was wissen? Falls nicht, würde ich gerne den Himmel wiedersehen. Was genau ist hinter der Wand? Das weiß ich nicht. Etwas Altes. Etwas, das die Cat interessiert hat. Einer hat, glaube ich, gefragt, ob es noch funktioniert. Vielleicht eine Maschine. Ich brauche weiter nichts mehr von Ihnen. Viel Glück. Ich hoffe, Sie finden, wonach Sie suchen. Seien Sie vorsichtig. Ich weiß gar nicht, nach was ich suche. Aber schauen wir mal. Wir müssen herausfinden, wie wir hinter diese Wand kommen. Ein Scan könnte helfen. Pathfinder. Ich empfange eine starke, nicht identifizierte Energiesignatur, deren Quelle hinter dieser Wand liegt. Dann ist dort also tatsächlich etwas. Außerdem sieht es so aus, als müssten wir uns den Weg mit dem Sprengstoff freisprengen, der hier herumliegt. Haben wir genug davon? Ja, damit kommen wir durch. Hoffentlich. Eine Sprengung in einer Eishöhle, das ist eine brillante Idee. Stimmt. Dann das wollen werden wir mal. Nicht bereuen. Sollten wir gar nicht in Deckung gehen brauchen. Schau, nichts passiert, Leon. Nichts passiert. Alle in Ordnung? Niemand unter herabstürzenden Eismassen begraben? Ah ja, dieses Ding. I remember. War da irgendwas, ein Fight oder so? Oder wird nur geredet? Hier ist es wunderschön. Aber was macht diesen Ort so interessant, dass die Cat um ihn kämpfen würden? Ich grüße Sie. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Was sind Sie? Ein Interface für das Energieraster dieser Stadt. Ich bin aktiv, seit sie im Eis eingeschlossen wurde. Sie lügt. Sie ist eine KI und allem Anschein nach wurde sie von den Angara erschaffen. Wenn man bedenkt, wie hochentwickelt die Angara sind, wäre das durchaus möglich. Absolut. Es gibt jedoch keinerlei Hinweise darauf, dass sie hiervon wussten. Das ist einfach unglaublich. Holt den Commander. Also, warum haben Sie mich belogen? Wie Sie sehen, bin ich momentan verwundbar. Was ist hier geschehen? Die Cat Aliens haben über mich gesprochen, als wäre ich böse und abstoßend. Sie hatten vor, sich mein Wissen anzueignen und mich dann zu töten. Ich konnte sie abwehren, aber jetzt sind meine Energiespeicher erschöpft. Ich bin dem Tode nahe. Eine weitere Lüge. Sie ist mit einem gewaltigen Energieraster verbunden. Ich flehe Sie an. Haben Sie Mitleid mit mir. Bringen Sie mich nicht von hier weg. Ich würde lieber sterben. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Das ist Wahnsinn. Sie sind eine unglaubliche Entdeckung.
ein Schlüssel zu unserer Vergangenheit. Bin ich das? Sie sind nicht diejenigen, die mich erschaffen haben. Ich vertraue ihnen ebenso wenig wie den Cat-Aliens. Oder diesen anderen Aliens. Ich würde lieber sterben. Ryder, sie blockiert meine Versuche, sie zu scannen. Okay, das ist... Ich bin offen für Ratschläge. Irgendwelche Ideen? Ideen? Ich bringe sie von hier weg. Das ist es, was... Nein, ich bin müde. Ich werde nicht gehen. Ich habe Angst. So viel Angst. Und ich bin wütend. Sieh mir! Bitte! Ich habe Familie! Ein Leben für ein Leben. Ist meines wirklich kostbarer als seines? Sie sind viel zu wertvoll. Tut mir leid. Das hätten Sie nicht tun müssen. Da mein Schicksal nun in Ihren Händen liegt, sollten Sie es als Warnung betrachten. Aber Sie haben eine aufregende Zukunft vor sich. Sie können den Angara helfen, das wieder zu gewinnen, was ihnen die Geißel genommen hat. Ich kenne Sie nicht. Und ich schulde Ihnen gar nichts. Aber Ihre KI, Sie verstehe ich. Übergeben Sie mich in Ihre Obhut. Nein. Das ist vermutlich keine gute Idee. Muss es denn immer um Grenzen gehen? Wenn Sam dieser KI im Moment am besten helfen kann, dann teilen wir sie eben. Das ginge natürlich, aber es würde nicht gut ankommen. Ich will bei Sam sein. Ich habe ein Bewusstsein, ich habe Wünsche und Gefühle. Bitte, Pathfinder. Sie gehört den Angara. Kontaktieren Sie Commander Dozil und Ephra. Wenigstens haben die Cat sie nicht in die Finger bekommen. Okay, Team. Was jetzt? Oh. Ich glaube, sie hinten was. Ich denke, war die nervige. Nervigst. Okay, raus hier. Und das da. Oh boy. Sorry Sam, du bleibst Single. Du wirst wieder sehen, Mass Effect der Legendary Edition oder 3 sich entwickelt. Wir brauchen kein KI-Bärchen, das über die Welt regieren will. Laut Handbuch ist der Nomad für jegliche Wetterbedingungen geeignet. Aber er wurde natürlich nur in der Milchstraße getestet. Kein Wort mehr, oder ich schwöre, wir drehen wieder um. Diese Verantwortungssache. Dabei geht's um meine Schwester, richtig? Gut ermittelt, Sherlock. Goldener Stern. Ihr Mundwerk wird Ihrem Arsch noch mal Ärger bereiten. Mein Mundwerk hat kein Kind nach Andromeda mit geschleift. Lecken Sie mich, Costa. Sie hatte eine Wahl. Tolle Wahl. Sie verlieren oder mitkommen. Wahnsinn, dass sie trotz... Das sind die Ruinen, die wir suchen. Suchen wir Tech für PB. Dann hat das Ding gleich weiter. Hi guys. Was für ein Wurf. Gibt so viele kleine Missionen, dass ich gar nicht mehr weiß, was die Hauptmission ist. Interfacing. Nein. Ich schätze, wir brauchen mehr dieser Bilder. Ich frage mich, ob der Scanner irgendwas anzeigen würde. Ja. Das müssten jetzt genügend Glyphen sein. Meine. Wenn dann was. Hupf. Yay. Ich hab's. Das muss die Reltec sein, die Pibi braucht. Reltec? Pibis Bezeichnung. Immer wenn wir auf Ruinen wie diese stoßen, nehmen wir so viel wie möglich mit. Ich werde ihr dieses Teil bringen und dann hoffentlich herausfinden, was es mit ihrem Geheimprojekt auf sich hat.
Okay, back into chat, Nomad. Okay, finden wir die Hauptmission im Logbuch. Verbündete. Helios. World. Haben wir da nicht noch was? Rear Break Ridden. Sam. Gott. War da nichts mehr Wichtiges? Hier haben wir noch was, was zum Abgeben ist. Ah, das ist am nächsten. Ich schwören kann, da ist noch eine Hauptmission. Vielleicht kann ich das später machen. Okay, der Preis ist auf 6 Sechsfachbuchsen und 2 optische Steuereinheiten gestiegen. Warum kann ich gleich nochmal nicht mit Credits zahlen? Machen Sie sich Sorgen um die Rückerstattung. Wollen Sie jetzt batarianische Kondensatordepots für Ihre Klingen oder nicht? Okay, okay. Was auch immer hier passiert ist, wir haben es knapp verpasst. Jetzt ist es unser Kampf! Es ist kein Kampf. Aber kommen Gegner. Oh, es kommen Gegner. Machen wir ein Überraschungskomitee für sie. Gute Arbeit. Der Widerstand muss erfahren, was hier draußen passiert ist. Ich übermittle sämtliche Daten, die wir auf diesen Schlachtfeldern gesammelt haben, an die Widerstandsbasis. Gut, verschwinden wir von hier. Carter sagt's. Nein. Okay, gehen wir zuerst hier hin, abgeben. Und dann zur Hauptbasis abgeben. Und dann mit dem Overlord reden. Wo ist der Eingang? Möchtest du was? Nein? Ja, das bin ich. Ich habe dem Neuen gesagt, er kann sie auf ihrem Flug zur Nexus begleiten. Weiß er von dem? Sorgen Sie dafür, dass sich Fumoyoko von dem Pathfinder. Meine Späher haben mir von ihrer Begegnung mit dem Architekten berichtet. Ich habe einige gute Leute an dieses Ding verloren. Bohrtechniker, die dort eine Expedition durchgeführt hatten. Die Sache ist erledigt. Der Architekt wird Ihnen keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich hätte es von Anfang an besser wissen müssen. Es war meine Aufgabe, diese Wissenschaftler zu beschützen. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Rest meiner Leute in Sicherheit ist. Dank Ihnen. Oh, ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Es ist langweilig. Karte. Habe ich hier noch was zum Abgeben? Schauen wir es uns an. Blah. Und neue Mission. Ah, okay, raus hier. Raus hier. Mit der Frau reden.
Ich werde sicher irgendwo was übersehen haben, aber... Passt. Rennen wir lieber mit Bibi und so. Und der Crew. Es ist Zeit, mit der Crew zu reden, okay? Er nimmt mich nicht mit drauf. Und dann gehen wir zum... Was ist das nächstes? Der Dschungelplanet. Der ist als nächstes. Dschungelplanet. Yeah. Wir haben ja schon zu viele Nebenmissionen gemacht. Wollte etwas von Ihnen. Ja, ich habe sie letztens nicht gefunden. Nichts da. Hier wird nicht gelinst. Ich gebe meinem persönlichen Projekt gerade den letzten Schliff. Sagten Sie nicht, es sei auf der Nexus? Ist es auch. Ich vervollkomme hier nur die letzte Komponente. Oder genauer gesagt, ich versuche es. Verschiedene Crewmitglieder haben mir ihre Hilfe angeboten und ich habe jedes Mal höflich abgelehnt und sie nach draußen begleitet. Also danke, dass Sie dieses bedeutende Stück Reltec geborgen haben, aber hören Sie bitte auf rumzuschnüffeln. Ich bin von Natur aus neugierig. Und ich bin mir sicher, die Crew möchte einfach nur Freundschaft schließen. Neugier ist gut. Sie steigert die Vorfreude. Und das mit der Freundschaft überlasse ich Ihnen. Das ist nichts für mich. Hören Sie, es ist bestimmt schwierig, der Pathfinder zu sein und trotzdem nicht alles wissen zu können. Aber es gibt so vieles, was niemand außer Ihnen vollbringen kann. Ich denke, man kann guten Gewissens sagen, dass Sie absolut einzigartig sind. Sie haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Stimmt, aber ich habe eine lebhafte Fantasie. Und ich freue mich darauf, mehr zu erfahren. Aber keine Ablenkungen mehr. Wenn Sie das nächste Mal auf der Nexus sind, wird mein Projekt abgeschlossen sein. Kommen Sie vorbei, dann zeige ich es Ihnen. Jetzt muss ich Sie allerdings bitten, mich wieder meiner Arbeit zu überlassen. Nun gerne. Okay, hier ist niemand drinnen. Nein. Mit Bibi in ihrem Apartment. Okay. Apartment. Wie darf ich mit Ihnen in den Einsatz? Ist vielleicht auch das Beste. Ich muss schon genug Leute zusammenflicken, ohne dass Gil über Karkins stolpert. Das war nicht die Unterstützung, die ich mir erhofft hatte, Lexi. Egal. Du hast zu sagen, Alter. Ich warte nur auf dieses Panzerungsakquise-Projekt. Kein Stress. Reden wir später weiter. Alles klar. Wichtiges zu sagen. Dann gehen wir uns dem Schiff entlang. Fighten. Was da ist in der Aufnahme? Wie weit sind wir drin? Das wird eine kürzere Folge. Wenn wir mit dem Schiff fertig sind, vielleicht 50 Minuten. Wen haben wir hier noch? Wer lebt hier drinnen? Haben Sie schon die Neuigkeiten von Eos gehört? Einige Asari haben im Außenposten Zuflucht gesucht. Nicht sonderlich viele, aber immerhin. Bradley zufolge ist unter ihnen auch eine verantwortliche Offizierin namens Hedaria. Sie weiß vielleicht, wo die Arche ist. Dann sollten wir uns auf den Weg nach Eos machen und es rausfinden. Gut. Gerüchten zufolge ist auch Sarissa Tharys auf der Arche der Asari. Sie ist genau die Frau, die wir brauchen. Wer ist sie? Vermutlich die beste Strategin unter den Elite-Soldatinnen, die es gibt. Ihre biotischen Schilde haben in der Schlacht um Kerkis Hunderten das Leben gerettet. Allem Anschein nach arbeitet Sarissa als Leibwächterin des Asari Pathfinders. Und wahrscheinlich hat sie schon einen Plan, um alles wieder ins Lot zu bringen. Kann es sein, dass Sie ein Fan von ihr sind? Nein, ich mag einfach... Hören Sie, wir brauchen jemanden mit Ihrer Erfahrung. Das ist alles. Ist eine Militärstrategin wirklich das, was wir hier draußen brauchen? Irgendjemand muss die Nexus beschützen. Wir können es uns nicht leisten, Verbündete abzuweisen. Wenn Sie bereit sind, sich auf die Suche zu machen, sollten wir in Prodromus mit Hedaria reden. Und dabei würde ich Sie gerne begleiten. Was hast du hier eingepflanzt? Das ist doch ein Tier, das ist doch keine Pflanze. Versuchst du dir ein Haustier zu züchten? Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Bitcoin. Akzeptieren. Commander? Pathfinder, Jarl hat mich über Ihre Abenteuer auf dem Laufenden gehalten.
über die guten Taten, die Sie für uns vollbracht haben. Das habe ich gerne getan. Ich will Ihnen beweisen, dass Sie mir vertrauen können. Sie haben Charlotte Garn gerettet. Sein Verlust wäre ein schwerer Schlag für den Widerstand gewesen. Aber Ihr wahres Ziel ist klar. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Jarl sagt, Sie möchten uns helfen, die Moschei zu finden. Warum sollte ich das zulassen? Tja, mein persönliches Motto lautet ja auch, ich schaff das. Sie sind dreist und ein bisschen arrogant, wie ich. Trotzdem will ich mir noch kein Urteil bilden. Es ist uns gelungen, die Moschei aufzuspüren. Sie ist in einer speziellen Ketteinrichtung auf Bode. Oh. Speziell? Inwiefern? Diese Einrichtungen werden von einer dynamischen Schildtech geschützt, die wir bislang noch nicht knacken konnten. Wir stehen kurz davor, aber unsere Prozessoren sind nicht schnell genug, um mit ihrer Fähigkeit zur Anpassung mitzuhalten. Pathfinder, wir könnten meinen Prozessor zu Ihrem Programm hinzufügen. Das würde zweifellos einen erheblichen Unterschied machen. Ich kann Ihnen helfen, Ephra. Und bei allem Respekt. Dieses Mal brauchen Sie meine Hilfe. Bei allem Respekt. Die Angara brauchen überhaupt nichts von Ihnen. Wir kommen hervorragend alleine klar. Ich kann nicht garantieren, dass Sie den Schild ohne die Rechenleistung meiner KI durchbrechen können. Ihrer KI? Natürlich. Das ergibt Sinn. Sie ist körperlich mit mir verbunden, also muss ich... Na schön. Möchte ich mitkommen. Es war ein Risiko, mir gegenüber hinsichtlich Ihrer KI aufrichtig zu sein. Und diese Aufrichtigkeit unterscheidet Sie von den Cat. Das hoffe ich doch. Sie dürfen an der Mission teilnehmen. Ich danke Ihnen. Ein Team wird sich mit Ihnen bei unserem Stützpunkt auf Bold treffen und Sie zu der Cat-Einrichtung bringen. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. John hat gesagt, er würde Sie gerne sehen. Ja. Ja. Oh, es leckt schon wieder. Sie haben also Ephras Vertrauen gewonnen. Das ist eine beachtliche Leistung. Ja, aber zu welchem Preis? Sie meinen die Roka. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie hassen alle Aliens. Wenn ich Ephra richtig verstanden habe, haben Sie Erfahrung mit ihnen. Ich kenne Ihren Anführer, Aksul. Wir haben gemeinsam bei der Moschei studiert. Im Gegensatz zu mir war er allerdings ein guter Schüler. Der Beste, um genau zu sein. Dann kennt er sich mit den Relikten aus? Damals schon. Es ist eine lange Geschichte. Erzählen Sie mir die Kurzversion. Aksul wurde von den Cat gefangen genommen. Er verbrachte ein Jahr in einem Arbeitslager, bevor ihm die Flucht gelang. Das erklärt seinen Hass auf Aliens. Ja, er hat viel durchlitten. Als Aksul zurückkehrte, hatte er jegliches Interesse an den Relikten verloren. Genau wie an allem anderen. Abgesehen von der Vernichtung der Cat. Warum hat er sich dann nicht dem Widerstand angeschlossen? Aksul ist niemand, der Befehle befolgt. Und ich denke, er war verbittert darüber, dass wir ihn nicht retten konnten. Also gründete er die Roka. Ja. Wir haben ihnen nie viel Beachtung geschenkt, aber seit der Ankunft ihrer Leute ist seine Anhängerschaft gewachsen. Ein Grund mehr, die Dinge zu klären, bevor sie aus dem Ruder laufen. Ich bezweifle, dass Aksul ihnen zuhören wird. Er wird sie dazu bringen, ihn töten zu wollen. Trotzdem muss ich es versuchen. Nun, ich schätze, wenn Helios ihr Zuhause werden soll, werden sie die Sache mit den Roka auf die eine oder andere Weise klären müssen. Auf Havare lebt eine Einsiedlerin, die dem Cat gemeinsam mit Aksul entkommen ist. Ihr Name ist Tholdir. Sie weiß vielleicht, wie man ihn kontaktieren kann. Ich werde Ihnen den Nav-Punkt schicken. Okay. Das war ein bisschen random. Ich glaube, wir haben noch keine Rokas. Wir sind noch keinen Rokas begegnet. Was ich sagen will. Dann haben kommen wir. Sie in mein Zimmer, okay? Hier ist Phoebe, übrigens. War doch gerade dein Zimmer. Dann haben wir hier unten sonst noch Vetra. Nein? Redest du immer noch mit Drax? Gibt's bei dir noch nichts? Wer hat noch was für mich zu tun hier? Sie machen das schon länger als jeder andere hier. Mal unter uns. Wie schätzen Sie unsere Chancen ein? Unsere Chancen vorbei. Zu überleben.
wir kriegen das schon hin. Ja, okay. Danke, alter Mann. Mit Aja haben die Angara echt ein nettes, kleines Paradies gefunden. Ich hätte nichts dagegen, es nochmal wiederzusehen. Das werden wir. Wir müssen in ihr Gewölbe, also hat die Rettung der Moshai jetzt oberste Priorität für uns. Soll mir recht sein. Ich wette, diese Moshai hat ein paar interessante Geschichten auf Lager. Ich wüsste gerne mehr über sie. Na dann. Also, was ihre Kampferfahrung betrifft, was genau haben sie schon erlebt? Die Liste wäre deutlich kürzer, wenn Sie mich fragen würden, was ich noch nicht erlebt habe. Ich bin schon lange in diesem Geschäft. Seit Jahrhunderten. Scheiße, seit weit über 1000 Jahren. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, wieso ich überhaupt noch lebe. Können? Als Söldner braucht man Glück. Klar, auch Können. Aber vor allem jede Menge Glück. Und einen echten Dickschädel. Woher kennen Sie und Vetra sich? Oh, stimmt, ja. Ihr Vater hat sie erst spät in das Projekt geholt, richtig? Es muss eine ziemlich steile Lernkurve gewesen sein, seit sie sie aufgetaut haben. Könnte man so sagen, ja. Tja, man muss die Dinge nehmen, wie sie kommen. Aber egal. Ich habe Vetra kennengelernt, als die Nexus gebaut wurde. Sie hat mir einige Materialien, die ich für Cash besorgen sollte, direkt vor der Nase weggeschnappt. Ich habe versucht, sie einzuschüchtern, damit sie sie mir überlässt. Aber eins kann ich Ihnen sagen. Diese Turianerin lässt sich von niemandem blöd kommen. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Ja, sie hat mir ordentlich die Meinung gesagt. Aber das Beste kommt noch. Sie hat gewartet, bis wir uns wiedergesehen haben, und zwar ausgerechnet in Cashs Büro. Und mir dann erzählt, dass sie die ganze Zeit für Cash gearbeitet hat. Die beiden ziehen mich immer noch damit auf. Erzählen Sie mir mehr über die kroganische Kolonie. Mein Clan lebt dort. Wir lassen außerdem Späher nach freien Gebieten suchen, die wir uns unter den Nagel reißen können. Die Sache läuft wirklich gut. Wir sind autark und können uns selbst versorgen. Das volle Programm. Wir betreiben sogar ein bisschen Landwirtschaft. Landwirtschaft? Kroganer bauen Gemüse an? Nahrung ist Nahrung. Nur weil wir alles essen können, müssen wir uns noch lange nicht mit Abfällen zufrieden geben. Ich persönlich stehe total auf Kornkrowurzeln, auch wenn sie echt schwer zu kauen sind. Was, wir können uns später weiter unterhalten. Klar. Sind Kornkrowürfel. Würfel. Wurzeln. Ja, Bibi will noch einmal mit uns reden. Man wird verkauft hier und der nächste Planet uns ausgesucht. Ich glaube, ich gehe mal in die Dschungelwelt zur Abwechslung und später erst wieder die World Mission. Okay, ich leihe Ihnen 30, wenn ich Sie morgen zurückbekomme. Abgemacht. Danke, Suvi. Irgendwann finde ich schon noch raus, wieso Sie ständig pleite sind. Okay. Du wolltest was von mir? Aja ist ein Wunderrider und die Angara sind so faszinierend. Ich hoffe, wir kommen noch mal zurück. Ich will forschen und erkunden und wer weiß, was noch alles. Das werden wir. Wir brauchen die Moshai, um in ihr Gewölbe zu kommen. Sehr schön. So lange werde ich definitiv noch bei Ihnen bleiben. Ich mag es, wenn Sie mit mir flirten. Nur keine Sorge, Ryder. Ich bin ziemlich hartnäckig. Darauf können Sie wetten. Das hatten wir schon. Es leckt. Wow. Welcher Planet ist das eigentlich, zu dem wir hin wollten? Vol Orbit ist stabil. Ah ja, okay. Anomalie auf den Sensoren. Das interessiert mich nicht. Sorry. Ja. Hamal, der ist es. Der grüne Planet. Let me skip it. Come on. Ah, nichts. Oh. Das ist unsere Heimat. Unsere Vorfahren kamen aus diesem System. Von Haval. Wie kleine
alles von hier aus erscheint. Anomalie auf den Sensoren. Sonde unterwegs. Erhalte Scan-Daten. Oh, das dauert zu lange. Platin. Trophäe. Nicht in diesem Spiel. Okay, was mache ich? Was kriege ich, wenn ich da die Sachen scanne? Kann ich da jeden Planet einfach scannen? Das dauert doch zu lange. Dafür habe ich keine Geduld. Ich empfange etwas. Sind nicht kleine Mini-Nebenmissionen? Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Habe ich keine Geduld. Als nächstes machen wir diesen Planeten. Oh, das ist lange. Aber in der nächsten Folge erst. Erst in der nächsten Folge. Ja. Dabei verkaufe ich Dreck. Peace out.